Aufbruch in bessere Zeiten. Das versprechen sich die Mitglieder von ihrer neuen Partei und das verspricht die Partei auch ihren künftigen Wählern. Kopf der Bewegung ist der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke. Er buhlt um Unzufriedene, indem er mit der Politik der etablierten Parteien hart ins Gericht geht. Unsere Parlamentarier, meine Damen und Herren, sind verkommen zu Erfüllungsgehilfen. Und das nur deshalb, weil die Regierung behauptet, es gäbe zu ihrer Politik keine Alternative. Wir wollen der Regierung sagen, meine Damen und Herren, wir wollen ihr sagen, jetzt ist sie da, die Alternative für Deutschland. Vor 9 Wochen gegründet, heute knapp 8000 Mitglieder, so die Angaben aus der Partei. Das Programm stützt sich auf eine zentrale Forderung, einen geordneten Ausstieg aus dem Euro. Wissenschaftler, Anwälte, Unternehmer folgen diesem Kurs, darunter viele enttäuschte Ex-Wähler und auch Ex-Mitglieder der CDU. Die beobachtet die neue Konkurrenz inzwischen sehr genau. Ich gehe davon aus, dass nur eine Ausrichtung dieser neuen Partei, nämlich antieuropäisch zu sein, auch keine attraktive Ansprache für Wähler ist. Wir wollen heute ein umfangreiches politisches Angebot und nur gegen irgendetwas zu sein, ist kein überzeugendes Zukunftsangebot. Laut Meinungsforschern liegt das Potenzial für eine eurokritische Partei bei über 20%. Die AfD peilt bei der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis an.